Hier vorher. Aber Leo ist euch da. Ja, sind auch da. Und wie war's? Eigentlich zum Tuning gekommen. Wie bin ich zum Tuning gekommen? Durch Leidenschaft. Das hört sich mal doof an. Eigentlich war es der Drang, schneller mit meinem Moped zu sein als ein Freund von mir. Okay. Das war so der Anlass. Ich habe damals eine 80er gehabt und es gab eine 125er Aprilia und das war so der Erzfeind. Ja. Aber ich hatte keine Kohle für eine Aprilia, also musste ich eine RG80 holen. Und da war dann einfach so, wo ich dachte, weil so eine 80er, RG80 haben halt viele gehabt, also musst du irgendwie anders sein, also musst du optisch anders sein. Und dann wollte ich halt diese Aprilia immer schlagen, deswegen habe ich mir jeden Scheiß ausgedacht mit Bugspoiler, Hauptsache ich bin irgendwie schneller, habe natürlich auch ein bisschen was am Motor versucht zu machen. Und so hat sich das entwickelt, wenn man sich überlegt, wo halt die Würzeln waren, ja, das war halt, denke ich mal, mein Vater, aber das ist, glaube ich, oft so, ne? Dass der Vater einen irgendwie ansteckt oder sowas. Ja, auf jeden Fall. Ja, und ja, da ging es halt einfach so los. Böse Zungen behaupten, das war schon zu Bobbycar-Zeiten. Du bist ja ein Dortmunder Junge halt, ne? Hier. Ja. Wie würdest du sagen, hat sich das in Dortmund so entwickelt in den letzten Jahren? Also ist Dortmund eine gute Tuningstadt? Ist Dortmund eine schlechte Tuningstadt? Also was ist so deine Einschätzung dazu? Man muss es ja runterbrechen. Also das Ruhrgebiet an sich, das ist wirklich, ich glaube, der beste Ort für Tuning, weil ich meine, es ist halt eine geballte Fläche mit vielen Einwohnern und alle haben Nagel im Kopf, was Autos angeht. Und wenn man das runterbricht auf Dortmund, ich denke, man weiß ja in der Vergangenheit, da gab es den Wall und da gab es halt verschiedene Hotspots. Der Dortmunder an sich, es gab sogar schon mal eine Zeit, da war Dortmund sogar Porsche-mäßig, also ich glaube sogar die krasseste Stadt in Deutschland. Okay. Also da sieht man auch, die sind kaufkräftig. Die haben Bock auf Autos. Hier lebt das Thema. Ja, okay. Und wenn man mal wirklich mit Augen offen durch Dortmund geht, sieht man so viele Schätze, ne? Also was Autos angeht. Ja. Da denkst du dir, also das kann doch nicht wahr sein, wir sind noch in Dortmund. Also das ist Wahnsinn. Ich glaube, das ist eine wirklich gute Stadt dafür. Man denkt ja immer Düsseldorf, München, das ist so Hochburg. Kann auch sein, was serienmäßige Autos geht. Aber wenn man halt, wie gesagt, mit offenen Augen durch Dortmund geht, sieht man da eine kleine Veränderung, dann sieht man da was. Also ich feiere das. Okay. Die Entwicklung ist auf jeden Fall steigend. In Klei kommt ja jetzt halt deine neue Städte der Wirkung quasi hin. Jawohl. Wäre irgendeine andere Stadt für dich in Frage gekommen, außer Dortmund? Nee, definitiv nicht, weil ich hatte auch wirklich von anderen Städten, die haben auch dann mit dir gesprochen und die wollten, dass du woanders hingehst. Okay. Und ich habe an Dortmund festgehalten. Ja. Es geht nicht. Also es geht wirklich nicht, dass ich woanders hingehe. Mhm. Allein ich kann nicht ohne Dortmunder Kennzeichen. Okay. Völlig bescheuert. Ich meine, ich habe auch ein, zwei Autos, die halt über eine andere Firma von mir halt woanders angemeldet sind, aber im Großen und Ganzen müssen meine Autos ein DO-Kennzeichen haben. Okay. Da bin ich auch pedant. Was wird da entstehen halt und wann wird es fertig sein? Es entsteht schon quasi jeden Tag und wir bauen, also man muss sich vorstellen, das ist halt ein sehr, sehr großer Cube, so nennen wir ihn, das ist ein Glascube und das wird halt das Showroom, aber das wird halt mit Leben gefüllt. Das heißt, wir haben dann einen Merchandise-Shop, wir haben halt ein Café, was wir da reinbauen, wir haben eine Playzone, verschiedene kleine Sachen, die wir machen, die wir auch vorher schon in unserem alten Standort hatten, nur jetzt prägen wir sie größer aus und es wird einfach so ein Ort, ich denke mal, du gehst da rein und denkst, oh, ich gucke mir kurz ein paar Autos an und zack, sind 3 Stunden vorbei. Okay. So ist es geplant. Ja, also ist so ein Erlebnisraum. Ja, quasi so ein bisschen. Ja, also einfach so auch so ein kleines Museum, wie ein Kollege schon mal gerade gesagt hat. Mhm. So zum Beispiel mein erstes Auto, der Beetle, der bunte Beetle, den ich damals gebaut habe als Sydney Industries, der ist immer noch da. Ich wollte ihn zwar verkaufen, aber ich habe es mir übers Herz gebracht. Jetzt habe ich gesagt, das ist das erste Museumstück. Ja. Eines Tages wird es dann nach Hall of Fame gehen und da wird er mit drin sein. Okay, warum auch nicht? Ja. Und wir haben halt eine Riesenkompetenz, was Werkstatt angeht. Ja. Also das wird echt, ist eine große Werkstatt. Wir haben jetzt halt viel mehr Mitarbeiter. Wir haben halt verschiedene kleine Subdivisions quasi. Wir planen gerade noch Aufbereiter und das alles, was um Auto sich dreht, kriegst du alles bei uns. Okay. Wann geht's los? Nach und nach, aber so richtig Startschuss kommt dann Anfang Oktober. Okay. Da wird das Grand Opening sein. Ja.
Und es sei denn, ich habe noch mehr doofe Ideen, dann wird es nach hinten verschoben. Das ist ja immer so, ne? Ja, leider. Ach ja, aber warum auch nicht? Also, ja, man macht das ja nicht jeden Tag. Wie kommt man auf die Idee, ein Buch zu schreiben, wenn man halt eigentlich an Autos bastelt? Also, ja, das habe ich mir auch gefragt. Unverhofft kommt oft wahrscheinlich, ja, okay. Würde ich einfach sagen. Mhm. So wie wir auch damit ins Fernsehen gekommen sind. Unverhofft kommt oft, das plant man, glaube ich, nicht. Ja. Gerade ich habe bestimmt nicht geplant, also wenn du mal groß bist, schreibst du ein Buch. Das habe ich mir eigentlich nicht so gedacht, aber es kam einfach, weil man hat einfach so viel erlebt. Mhm. Man erlebt einfach viel, man erlebt, glaube ich, jeden Tag irgendwie Sachen, die man normal nicht erleben würde. Mhm. Und da habe ich einfach gedacht, ja gut, dann geben wir das mal zum Besten, wa? Okay. Warum sollte man das Buch kaufen? Also das ist ja dann so die Frage an deine Fans, also warum sollten die halt das Buch halt kaufen? Eine sehr witzige Frage. Kann man Frage. Ja nicht beim Autofahren lesen. So. Nee, nee, sollte man auch nicht. Ja. Oder man sollte es und danach zu mir kommen. Ja. Also warum soll man das, also selbst als Nicht-Auto-Fan, glaube ich, ist es sehr wichtig, sehr witzig, das zu lesen, weil man in einer anderen Welt abtaucht. Weil ich meine, diese ganzen Themen, die sind jetzt nicht super technisch dargestellt, die sind halt so geschrieben, dass Leute einfach mal abtauchen können in so eine Welt, die sie gar nicht kennen. Und diejenigen, die mich kennen, die lernen mich noch besser kennen. Okay. Also weil, ich meine, da sind ja Kapitel drin, so kennt mich ja keiner. Mhm. Ne? Also dass ich mal Fußballstar werden wollte, das weiß bestimmt keiner. Yeah. Du gehst ja in dem Kapitel, was rumgeschickt wurde, wo wir schon mal reinschauen konnten in das Buch, darauf ein, halt auch auf dein Verhältnis zur Polizei. Ja. So, was sich ja dann irgendwie halt da so direkt irgendwie entwickelt. Und man denkt so, ja, okay, ist es so, wenn man halt Tuning macht, ist es dann so, dass man halt mit der Polizei ganz regelmäßig zu tun hat? Und wie ist so dein Verhältnis zur Dortmunder Polizei? Ja, okay. Zu Dortmunder Polizei ist es super gut. Also die sind echt entspannt, ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, natürlich, da ist ja die erste Begegnung, wie du auch sagst, die ersten Berührungspunkte mit der Polizei. Und ich glaube, es kennt jeder Tuner irgendwie, dass man sich denkt, oh shit, hoffentlich merkt das nicht und ah, oh, vielleicht merkt das. Man überlegt, wie man sich verhält, weil man fühlt sich irgendwie schuldig, obwohl man ist ja gar nicht schuldig. Das Verhältnis hat sich so entwickelt einfach, dass man dann gelernt hat, so wie ich halt mit ihm umgehe, so kommt es auch zurück. Mhm. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Verhältnis gewesen. Also wesentlich, also ist es. Mhm. Wenn man einfach cool mit denen ist. Mhm. Weil man vergisst relativ schnell, dass die einfach ihren Job machen. Ne? Ja. Und die haben halt ihre Maßgaben und die müssen einfach verfolgt werden. Mhm. Und man kann sie einfach, ich glaube, man kann mit ihnen diskutieren, aber nicht belehren. Mhm. Und das ist halt auch, merke ich bei meinen Kunden, die kommen dann und sagen, ich wurde angehalten und dann habe ich denen mal gesagt, was Sache ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so cool ist. Okay. Also man hat gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Und aus diesem hast du einfach so einen Durchschnitt gezogen und der ist für mich, ja, wie ich reinrufe, so kommt es auch zurück. Hat Tuning auch wirklich was mit Autorennenfahren zu tun oder ist es halt etwas, was man auch differenzieren muss dann? Ich bin der Meinung, das ist nicht alles eine Schublade, weil natürlich, man muss sich das so vorstellen, du hast ein Auto und das tust du, das tunst du, weil du willst individuell sein. Jetzt freust du dich natürlich auch an so doofe Sachen wie mein Auto ist laut. Ja. Ja, es hat einen Sportauspuff und das hört sich richtig männlich an. Und das willst du dir auch zeigen letztendlich. Ja. Und was dann meist passiert ist, dass man einfach dann ja, überreagiert und das einfach vergisst. Und das ist halt ein Fehler, was man halt nicht machen sollte, aber es passiert. Mhm. Aber grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass ein Tuner auch ein Raser ist. Mhm. Weil der einfach auch viel zu viel bedacht ist, dass sein Auto nicht überschwänglich verbraucht, also abgenutzt wird oder dass was kaputt gehen könnte. Du müsstest mal einen Tag bei mir an der Firma stehen und einfach mal sehen, wie die Leute teilweise mit ihrem Auto umgehen. Die Freundin kann auf die Fresse fliegen, das ist nicht so schlimm, als wenn das Auto den Bordstein berührt. Also das muss man sich überlegen. Ja, ja, ich kenne selber genug Leute. So, da weißt du, wie es ist. Ja, ja. Ob jetzt die Waschmaschine kaputt ist oder die Felge hat einen Kratzer. Ja. Die Felge, die ist wichtiger als die Waschmaschine. Ja. Und von daher kannst du es, glaube ich, nicht pauschalisieren, dass du sagst, okay, die machen Rennen. Ja. Die möchten natürlich zeigen, was sie haben. Mhm. Und manchmal der ein oder andere vergisst einfach, dann mal auf den Tacho zu gucken. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es immer böswillig ist. Ja. Es gibt auch welche, die machen das wirklich böswillig und wollen dann
zeigen, was für Helden die sind, aber das ist, glaube ich, die Ausnahme. Okay. Ja. Wie ist so der Umgang mit deinen Fans allgemein halt? Also wirst du oft erkannt, wenn du irgendwie in Dortmund durch die Stadt läufst und dann kommen die alle zu dir und wollen Autogramme oder so? Wie kann ich mir das halt vorstellen? Ja, also du gehst einkaufen und in der letzten Reihe stehen dann die Mitarbeiter und wollen dann ein Bild haben. Ja, okay. So ungefähr ist es. Aber die lassen dich erstmal in Ruhe. Also das ist alles sehr, sehr entspannt. Ja. Sie erkennen dich, sie grüßen dich. Manche oder viele wollen halt Bild, aber das ist alles sehr, sehr, sehr nett. Also du bist halt nicht irgendwie, ja, was heißt belästigt, oder du wirst halt nicht irgendwie doof angemacht. Also das finde ich also sehr, sehr wichtig, weil ich meine, es kann ja auch sein, dass sie dich irgendwie, doof anmachen, so von wegen, ey, was willst du denn jetzt hier oder sowas, sondern sie kommen immer sehr freundlich auf dich zu und dann Dortmund-mäßig haust du natürlich einen nach dem anderen einen Spruch und dann, das ist halt so. Dann ist, ist auch gesagt, was gesagt werden muss. Dann machst du ein Bild und dann geht auch jeder seinen Weg wieder. Aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie Ferndiagnosen von dir gefordert werden. Oh, ach doch. Mein Golf, der macht so ein ganz komisches Geräusch. Mhm. Also, ja, doch. Ja. Also, dann, so fängt eigentlich jedes Gespräch an. Ja. Du, ich habe dann eine Frage. Und dann weiß ich schon, okay, jetzt weiß ich irgendwie, entweder er will ein Auto kaufen, er will es verkaufen oder es läuft nicht. Okay. Oder er will es umbauen. Okay. Also, so fängt eigentlich fast jedes Gespräch an.